Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty. Ja, wir sind hier gerade in der Höhle. Ich bin am Eisen farmen, soweit das geht. Oh, drei Messer kann man noch machen. Dann müssen wir mal gucken, wo wir gewichtstechnisch liegen, weil für mehr habe ich auch keine Stöcke dabei. Ich glaube, damit ist das dann jetzt auch das Farmen für heute beendet. Wir gucken gerade mal. 48 Kilo, ja, das wird, glaube ich, nichts. Dann beenden wir das. Dann gehen wir jetzt noch kurz die Messer verkaufen. Dann kann ich nochmal was Leinenfaden kaufen. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Stöcke zusammen, weil zwei Messer habe ich noch. Und die würde ich ganz gerne auch noch einsetzen. Einen Stock brauchen wir noch, sehr gut. Dann kann man nämlich noch eines machen. Wir werden by the way ganz schön nass. Oh. Johanniskraut können wir auch noch direkt mitnehmen, wenn wir schon hier sind. Kriegen wir vielleicht auch nochmal ein Geld zusammen. ...0,1 kriegen wir pro Kraut. Ah, anderthalb. Oh, das ist auch nochmal. Ja, gibt auch nochmal zwei Geld. Es kann die Entscheidung zwischen einem Flachs oder einem Leinfaden mehr und einer weniger sein. Leinfäden brauchen wir, weil wir müssen Winterkleidung machen. Wir sind jetzt im Sommer, der Herbst naht. Und dann kommt der Winter und dann wird es kalt. Da brauchen wir für unsere ganze Bagage im Dorf. Das sind inzwischen einige Leute. Brauchen wir Winterklamotten, ne? Und hier doch noch eins da. Und die wollen halt genäht sein. Ich meine, eine Näherin haben wir. Daran scheitert es nicht. Oh, wo ist Madame? Ist es schon zu spät? Och nö, die schläft schon. Moment Zeit. Ne, er redet noch nicht wieder mit uns. Schade. Ich hatte gehofft. Aber gut. Wobei, wir können auch bei Unigos können wir auch Leinfaden kaufen. Ist das schon so spät? Tatsächlich. Tatsächlich. Dann gucken wir mal, dass wir heimkommen. Dem schnellstmöglichen Weg. Hallo? Wir müssen auch bei Gelegenheit was essen. Keine Fackel im Slot. Ach so. Ich habe doch eine Fackel. Wo ist sie denn? Ausrüsten. So, jetzt haben wir sie. So, das müsste der Weg zu unserem Dorf sein. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ich nehme vorsichtshalber mal die Axt in die Hand. Ich
weiß nicht, wie das hier ausschaut mit Wölfen. Nachdem wir da das letzte Mal gestorben sind. Weil plötzlich zwei oder drei Wölfe auf Mal kamen. Das war dann doch ein bisschen viel. Bin ich ja froh, dass ich in vorletzte Folge ist das genau. Wo wir an dem Punkt da wieder gespawnt sind, da waren da dann plötzlich auch drei, vier Wölfe. Das ist dann schon heftig. Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Das kriege ich dann so nicht auf die Reihe. Ich glaube, ich kann während des Kampfes mich heilen. Hab's da aber versäumt. Also ich meine zumindest, dass es geht. Aber wir sind mal gut gerüstet. Hoppla. Nicht, dass ich mich selber verletze. Oh, wir stinken. Das heißt, wir müssen unbedingt noch baden. Ganz wichtig. Und kriegen wir Schimpfe von unserem... von unserer Frau. Mal an, der Unigos pennt auch, ne? Ja, gehe ich mal von aus. Allerdings macht bei dem Wetter auch keinen Spaß, draußen zu sein. Von daher kann ich ihn gut verstehen. Es regnet und regnet. Die Erde wird nass. Brauchen wir mehr trinken, brauchen wir nicht. Essen müssten wir nachher haben. Aber das können wir auch im Dorf. Ja, weil dann könnte ich unsere Jäger, könnte ich auch Salzfleisch machen lassen, weil das hält ein bisschen länger. Für einige Gerichte braucht man es, glaube ich, sogar. Ich weiß nicht, ob wir da die Rezepte schon haben oder nicht, aber... weil wir haben so viel Fleisch und das verdirbt uns dann nachher nur. Guck ich mal, dass die doch ein bisschen Salzfleisch machen. So, einmal. Zweimal. Truhe. Die Steinmesser will ich verkaufen. Fleisch packen wir gerade mal rein. Ach so, genau, ich brauche Suppe. Ach, und das Salz wollte ich hier rein tun, genau. Ja, haben wir ordentlich. Da können sie ein bisschen Salzfleisch mitmachen. Eine Taverne brauchen wir dann noch, dass die, dass auch jemand da ist, der kocht. So. Den Flachs kann ich gerade noch dreschen. Zwei Hammer. Oh, Licht ist aus. Dann können wir hier das Flachskorn reintun. So, der kann hier hin, der Leinfaden kann auch dahin. Pelz, Federn,
Eisen. Stöcke tun wir auch mal dahin. Ah, Pelzschuhe haben wir schon 7. Sehr gut. Pelzumhang haben wir 1. Dicke Lederhandschuhe haben wir auch. Sehr gut. Brennholz noch 66. Da sollte jetzt aber welches gefertigt werden. Müsste vielleicht auch noch mehr auf Brennholz und weniger auf Bretter gehen, fällt mir gerade so ein. Waschen. Sonst werden wir nachher des Bettes verwiesen. So, und ich sollte was essen. Einmal Kohlsuppe. Zweimal Kohlsuppe. Oh. Gut. Dann halt so. So, neuer Tag, neues Glück. Guten Morgen, mein Schatz. Und es ist trocken. Sehr gut. Trockenes Wetter. Wunderbar. So, jetzt gehen wir gerade nochmal ins Management. So, unsere Jäger sollen auch Salzfleisch herstellen. Prozent. War ich da gar nicht auf 100? Oh, die haben kein Werkzeug. Okay. Brauchen wir Steinmesser. Hammer. Kriegen wir hin. Die wollte ich zwar eigentlich gerne verkaufen, aber machen wir mal so. Dann haben sie wieder Werkzeug. So, Management. Dann wollte ich noch gucken, die Näherin. Was kann sie machen? Hose mit Manschetten, Wollfäden, das ist alles noch gesperrt. Tunika, das müssten wir auch nochmal lernen, ne? Gesteppte Weste. Na, erstmal brauchen wir den Umhang halt. Pelzumhang. Leinenfaden. So, dann machen wir das ein bisschen mehr, dass sie da mehr Pelzumhänge macht. Einfache Tasche, ja, kann sie auch. Pelzschuhe. Dicke Lederhandschuhe, normale Schuhe. Kostet auch nur Leder, okay. Gut. Arbeitsintensität verbessern, verringern. Achso, okay. Jagdhütte, da haben wir jetzt noch Salzfleisch hinzugenommen. Werkstatt, was macht sie? Weidekörbe hauptsächlich. Das ist alles gesperrt. Okay, sieht gut aus. Näherei hatten wir gerade. Schmiede. Steinpfeil. Was fehlt uns denn da? Federn. Keine Federn mehr? Okay, dann ist da noch was die Jäger machen können. Jagdhütte. Dann sollen sie bitte auch Federn machen. Hier konnte ich das doch irgendwo auswählen. Da. So, dann haben wir Salzfleisch, Leder, Pelz und Federn. Die machen dürfen. Achso, und Holzschuppen, genau, wollte ich ja auch noch. Bisschen weniger Bretter, aber dafür mehr Brennholz. Kein Werkzeug.
Axt fehlt ihm. Da müssen wir gerade mal eine Axt craften. Dafür sollte ich aber... Moment, macht der Schmied keine Äxte? Steinhacke, Steinmesser. Holzbolzen. Eiserne Axt. Der macht keine Äxte, okay. Das habe ich ein bisschen versäumt. Lassen wir die Holzbolzen mal weg. Und machen dafür eiserne Äxte. So, Steinhacke. Machen wir da auch mal ein bisschen mehr. Eiserne Spitzhacke. Dafür lieber eine Axt. So. Was brauchen wir für die Axt? Eisen und muss ich gerade selber mal gucken. Management sehe ich es. Im Management sehe ich es ja. Eiserne Axt. Wo ist er denn? Ein 5 Hammer. 4-mal Eisen, 1-mal Rundholz. Vier Eisen, ein Rundholz. 4 und ein Rundholz. So, dann könnten wir jetzt hoffentlich eine Axt machen. Sehr gut. Dass der Holzfäller arbeiten kann. Sonst haben wir bei Zeiten Probleme mit Brennholz und so. Da habe ich nicht drauf geachtet. Mein Fehler. So. Eiserne Axt. Passt. So, wir haben hier doch Eisen, Steinpfeile, haben wir? 100 Stück, ne, doch, 100 Stück. Holla, die Waldfee. So, die wiegen ja gar nicht viel. Nehmen wir mal mit, wenn wir jetzt auf Bärenjagd gehen. Ich nehme sie mal vorsichtshalber alle mit. Sicher ist sicher. So, reicht. Ah, da haben wir auch wieder ein paar Dinge. Sehr gut. Dann können unsere Leute arbeiten. Und wir gehen auf Bärenjagd. Und ja, gucken mal. Ich gehe jetzt einfach zu der Höhle da oben. Dann kann ich zum einen nochmal Eisen farmen. Ich sollte noch ein paar Stöcke mitnehmen. Dass ich Steinmesser craften kann. Das wäre kein Fehler, glaube ich. Stein nehme ich jetzt nicht mit. Ist auch nochmal ein Karren, aber bei dem Karren selber ist nichts, ne? Wenn ob da nochmal was hinkommt. Nö, scheint nicht zu sein. So, aber wie ich sehe, ist die Folge auch rum.
Und deswegen sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wo ist denn der Weg? Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ja, wenn wir dann nochmal auf Bärenjagd gehen, ne? In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.